Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, bei allem, was Parlamentsarbeit manchmal mühsam machen kann und so schön es doch ist, wenn man sich auch hier bei Plenardebatten so richtig aneinander reiben kann und wirklich auch sehr diametral unterschiedliche Auffassungen zu dem einen oder anderen Thema hat. Auch gestern hatten wir so eine Debatte hier im Plenum, wahrscheinlich mehrere dieser Art. Aber so schön ist es doch auch, gerade zum Ende dieser Sitzungswoche über ein Thema zu diskutieren, wo große Einigkeit in diesem Parlament herrscht. Ja, der vorliegende Antrag, der ist entstanden. Ich möchte gar nicht sagen in langwierigen Verhandlungen, aber wir haben uns doch durchaus viel Zeit dafür genommen. Und dafür möchte ich mich auch herzlich bei meinem Kollegen Martin Rabanus bedanken. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Gerne wieder. Herzlichen Dank. Derzeit, wie es schon gesagt worden ist, befindet sich das Programm Erasmus Plus in der Zwischenevaluation. Wir erwarten bis Ende des Jahres auch tatsächlich die Veröffentlichung des Ergebnisses. Und deswegen ist es gerade jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, dass wir uns hier im Parlament auch noch mal mit dem Thema beschäftigen. Schon allein deswegen, weil ja schließlich auch die europäische Ebene erfahren muss, wie wir über dieses Programm denken. Und deswegen fordern wir in unserem Antrag selbstverständlich auch die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene eben dafür einzusetzen, dass die Gelder, die erhebliche Aufstockung erfahren haben, tatsächlich bis zum Ende dieser Programmperiode 2020 auch für das Programm verwendet werden können und darüber hinaus auch nach 2020 dieses wichtige und richtige Programm fortgesetzt wird. Wie schon mehrfach angesprochen worden ist in der Debatte, war es uns ebenfalls im Antrag, finden Sie das ein Anliegen, dass wir alle Einzelprogramme hier auch ganz gesondert benennen, weil jedes Einzelprogramm ein spezifisches Programm ist, was eine ganz bestimmte Zielgruppe hat. Und tatsächlich auch die kleineren Programmbereiche, sind sie noch nicht so bekannt, dann müssen sie noch ein bisschen bekannter gemacht werden und sichtbar gemacht werden. Und das können wir hier auch heute bei dieser Debatte leisten. Wichtig für uns, um einen Programmbereich noch mal rauszustreichen, mein Kollege hat es auch bereits gemacht, der beruflichen Bildung, den halte ich tatsächlich für sehr wichtig. Auch in der letzten Legislaturperiode haben wir uns schon ein Ziel gesetzt, nämlich 10% aller Auszubildenden eine Auslandserfahrung zu ermöglichen. Das ist ein sehr schönes Ziel tatsächlich an der Stelle, aber wenn man sich anschaut, wo sind wir gerade, dann sind wir bei circa 4%. Da ist massiv Luft nach oben, da muss noch einiges passieren. Im europäischen Vergleich im Übrigen sind wir da gar nicht so schlecht. Aber das hat natürlich auch seinen Grund. Warum? Weil die berufliche duale Bildung bei uns in Deutschland schon lange Tradition hat und unheimlich erfolgreich ist. Aber gerade deshalb ist es unheimlich wichtig, dass unsere Auszubildenden auch als Botschafter in andere Länder gehen und zeigen, wie großartig das duale System ist, was für Chancen es bietet, was für eine Nähe zum Arbeitsmarkt es bietet, was für ein tolles Instrument es ist, auch um Jugendarbeitslosigkeit an der Stelle zu verhindern. Und genau deswegen wollen wir da unseren Schwerpunkt auch weiterhin drauf setzen. Ja, es ist tatsächlich so, über die Bedeutung von Erasmus Plus im Europäischen ist jetzt hier vieles schon gesprochen worden. Es ist tatsächlich ein Gegengift auch für Populismus und Euroskepsis. Der Hinweis auf die 60-jährigen Feierlichkeiten zu den römischen Verträgen ist gefallen. Das 30-jährige Jubiläum des Programms Erasmus selber auch, das sind tolle Sachen. Und darüber hinaus gibt es aber auch andere neue Ideen, die dazu beitragen, dass gerade für junge Menschen Europa erlebbarer gemacht wird, dass denjenigen auch entgegengewirkt wird, die immer nur Phrasen dreschen und sagen, Europa ist wichtig und die Werte auch, aber eigentlich wissen sie gar nicht, was genau dahinter steckt. Und genau deswegen finde ich es zum Beispiel auch toll, dass es solche Initiativen gibt wie ein Interrail-Ticket für alle, die 18 werden, tatsächlich großartig, für alle zur Verfügung zu stellen, um auch Mobilität und Erfahrung für junge Menschen zu machen. Aber auch Europäisches Sozialkorps, um das mal hier anzusprechen, ist eine tolle Initiative, die wir unterstützen sollten. Deswegen möchte ich mich zum Schluss dieser Debatte jetzt noch mal herzlich bedanken und alle einladen, dass Sie ein Stück weit diese Vision von Erasmus weitertragen, dass Sie unseren Antrag entsprechend auch unterstützen. Denn wir haben mit der Debatte heute die Gelegenheit, ein Stück Wirklichkeit gewordene Vision weiterzutragen und auch auszubauen. Und was ist denn der millionenfache
Austausch von jungen Menschen in Europa, von Jugendlichen anderes als das tatsächliche Zusammenwachsen Europas, in dem Grenzen überwunden werden, sprachliche und kulturelle Unterschiede überwunden werden und in denen dann Nachbarn tatsächlich von Fremden zu Freunden werden. Lassen Sie uns gemeinsam daran weiterarbeiten und jetzt wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Absteiger.